die sind ja sehr dicht, ne? Und ist roh, pfefferscharf. Beim Kochen verschwindet die Schärfe. Also das ist auch interessant. Aber das sind jetzt alles Röhrlinge. Was überhaupt aus der Reihe hier springt, habe ich bewusst mitgenommen, heißt in dem Stadium Hexenei. Und aus dem, das ist auch wieder Anfangsstadium, aus dem wächst, man sieht das eigene Pilz, tut diese kalletartige Masse durchbohren und dann fängt es wahnsinnig zu stinken. Darum Stinkmorcher. Zieht dann die Fliegen an, die die Sporen dann verbreiten. Und so ist es genießbar. Auch wieder eine große Ausnahme. Man darf es roh probieren. Schmeckt, ich weiß nicht, möchte jemand es zuerst, damit sie wissen, dass das... Experiment. Wie lange war ich jetzt mit dem Kind? Das ist dir dann... Ich kann auch das auseinander... Es schmeckt ein bisschen wie Radieschen. Das ist ein bitterer Nachgeschmack. Das ist das Teil, das zu stinken beginnt, wenn es... Genau, wenn es rausschüttet. Wenn es an die Luft kommt, für eine Zeit. Genau, dann ist es je nachdem so eine hohe Angelegenheit. Ah, ja.